Moin Moin, willkommen zurück zu Let's Play PS 2017, wo wir gerade den zweiten Sieg in Folge geschafft haben. Jetzt mit 2 Siegen und 2 Niederlagen mit 6 Punkten auf Platz 10 stehen. Wir sind wie immer Artima und JLo, also Lennart und ich. Und Moin. Douglas Santos hat sich dramatisch verbessert. Das finde ich gut. Wenn er weiter spielt, wird er dann noch deutlich besser werden. Er ist schneller geworden, mehr Ball Control, mehr Stamina, mehr Kicking Power. Sehr gut. Jung improvisiert sich auch, während er verliehen ist. Und Ostrzelek hat sich auch auf Stufe 74 verbessert. So geht, kann es doch gehen. Mal sehen. Es finden wieder Länderspiele statt. Bei den 6 Spieler von uns. Und Douglas Santos sieht richtig gut aus. Da kann man geteilter Meinung drüber sein. Aber angeblich braucht er nur ein bisschen mehr Spielzeit, damit er den Durchbruch schafft. Gleiche 6 Nationalspieler, die wir schon kennen. Hier müssen wir, glaube ich, gar nichts ändern. Sondern gleich einfach mal die Woche fortschreiben. Bis zum nächsten Spiel. Ich bin gespannt, gegen wen es dann geht. Oh, erstmal können wir einen Favorite Player aussuchen. Ganz wichtige Option. Den kann man in die Hall of Fame aufnehmen. Das geht hier über Manager's Office, Select My Favorite Players. Und hier können wir jetzt jemanden aufnehmen. Hast du eine Idee, Lennart? Wie alt ist Santos? 22. Ich finde, das wäre doch mal was. Gut. Ramos war, glaube ich, ein bisschen alt. Ja. Ich meine, das hat ja sowieso irgendwie keinerlei Auswirkungen. Bist du auf, das ist jetzt. Passt auf. Gleich einen Zeitungsartikel darüber gibt, beziehungsweise sogar noch viel besser. So eine schöne Cut-Szene. Ja. Oder auch nicht. Oder auch doch, da ist sie. Oha. Jaha. Oh, dann noch. Mit der fehlenden Musik auch ein bisschen unvermarktet. Und dann hält die Szene auch noch dann an, wenn die Augen geschlossen sind. Richtig, genau. Ich dachte, das gäbe es nur bei How I Met Your Mother. Dass es Menschen gibt, die immer dann die Augen zumachen. Aber nein, das gibt es hier dann doch nicht mehr. Im offiziellen Foto dann noch nicht mehr. So. Im nächsten Spiel treffen wir auf. Tada! Hertha BSC Berlin. Genau, in diesen Farben möchten wir nicht spielen. Auch nicht weiß gegen weiß, aber oh ja. Das ist auch geschickt. Rosa gegen rosa. Genau. So machen wir es. An der Startaufstellung, glaube ich, müssen wir ausnahmsweise mal nichts verändern. Sondern einfach ich nur gewinnen. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht drauf sind, aber... Ja, das stimmt, aber... Darauf werden wir erstmal keine Rücksicht nehmen. Wobei wir inzwischen ja tatsächlich Alternativen hätten auf einigen Positionen. Ja. Willkommen im schönsten Stadion. The teams then, Hamburg against Berlin. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks Peter, hello everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Und wie macht sich der neue Mann da? Sehr gut. Ich glaube, du hast ihn noch. Sorry für den Egoismus. Das ist schon in Ordnung. Schade, da hat er sich etwas anders gedreht, als ich es ihm gesagt habe. Und dann stand er halt doch im Gegenspieler. Ich wollte gerade sagen. Gut, da laufe ich noch vom Ball weg.
Also er stand im Abseits und ja, das, was ich da spielen wollte, war ein Pass, auch wenn es nicht danach aussah. Oh, schön. Ja. Ah ja. Eine sehr gute Verteidigungsarbeit von Jan. Oh, der war im Abseits. Genau, schade. Den wollte ich auch nicht mehr haben. Ja, war eng, aber okay. Ich verstehe auch nicht ganz, warum der da rangehen muss und nicht die Nummer 27, die nämlich nicht im Abseits gestanden hätte, und auch noch näher dran war. Ja. Lass doch mal unsere Spieler auf dem Feld. Den brauchen wir doch, Lennart. Also den Ansatz kann ich natürlich nachvollziehen, aber wenn, dann muss das Bein auch durch sein, hätte er. Ach, der Hertha nur mal zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Wer hier Hertha ist. Ah, zu lange verzögert, sorry. Ich dachte, was spielt er noch, aber tut er nicht. Sehr schön. So brennt. Also über die Flügel geht bei uns relativ viel. Schade, dass er den nicht kurz spielt, wie er ihn spielen sollte. So ungefähr. Oh. Schade. Übrigens spielt Ramos hier gegen seinen alten Verein. Hast du den? Hast du? Traumhaft. Manchmal dürften sie etwas schneller spielen, finde ich. Oh, da steht keiner mehr. Schade. Ja, sie lassen sich immer extrem viel Zeit. Das muss ich leider auch sagen. Abseits? Kein Abseits? Wer hebt denn das Abseits da auf? Das sah doch relativ deutlich eigentlich aus. Den Jubel breche ich mal ab, um mir das mal anzugucken nochmal. Ja. Es ist der neue Mann unten. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Okay. Würde aber behaupten, ihn hatte keiner von uns. Das stimmt. Da müssen wir, das mal untersuchen in der Taktik. Ah, also solche Ballverluste muss ich dann auch mal bleiben lassen. Sehr schön. Weil unsere beiden Außenverteidiger so oft die Abseitsfalle also aufheben. Kommt noch nicht durch. Ah, so schön in meinen Laufweg da rein. Schade eigentlich. Ja, aber ein Stück zu hoch oder zu weit nach vorne oder so. Reicht jedenfalls nicht. Schön. Ja, das war ein Foul dann. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Yeah, and he's just entered the last chance saloon. One wrong move now and he's in trouble. Brings it forward. Wer hat in seinem Leben noch nicht vom Last Chance Saloon gehört? Kommst du entgegen oder läufst du weg? Schade. Das war übrigens eine Flanke. Er hätte auch vor allen Dingen genau dort gestanden, wo der Ball runterkommt. Stimmt. Schade eigentlich. Aber ich nehme an, dann wäre es abseits geworden. Sag mir am besten beim nächsten Mal einfach, was du machst, dann kann ich mich darauf einstellen. Ich glaube, ich wusste selber nicht so genau, was okay. Ich noch vorhatte. Sehr gut. Sehr schön.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, Holtby, legt man Zahn zu. Reicht. Reicht nicht. Problem ist, glaube ich, auch, wir sollten nicht so. Also, wir spielen zwar schön immer über die Außen, aber das ist irgendwie. Aber auch nicht dauernd, ja. Ja, gut, durch die Mitte ist auch nicht so viel effektiver. Außer beim Gegner. Spiel lieber flach, das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, wir spielen ja hier nicht gegen Computer, nur gegen den Computer. Doch nicht dahin. Da steht doch einer frei. Direkt vor dir. Oh, gib mir doch den. Wo kommen diese ganzen Striche jetzt? Siehst du die immer über den Bildschirm? Ja, ich versuche immer irgendwie ein bisschen cleverer die Spieler zu wechseln, nämlich die, die frei stehen. Ich glaube, du drückst die falsche Taste. Ich glaube, du lässt die Spieler dann loslaufen. Womit kann ich den Spieler anwählen? L1. Ja, und wenn er mir nicht den, wenn er immer nur zwischen zwei hin und her wechselt, die ich nicht haben möchte. Das war eng. Jetzt ist nämlich genau das passiert. Ich glaube, du hast versehentlich den Torhüter irgendwo hingeschickt. Nee, diesmal nicht. Weil der nämlich irgendwo ganz weit woanders stand. Okay. Hä? Nein, jetzt habe ich ja nichts weiter gemacht. Das mit den Strichen ist immer nur, wenn man den Spieler mit rechts auswählt. Ja, genau. Weil du ihn hier nicht mit rechts auswählst, sondern mit rechts läuft er halt irgendwo hin. Und zwar dahin, wo du ihn hinlaufen lässt. Womit kann ich denn einen Spieler auswählen, den ich haben möchte? L1 ist tatsächlich nicht das Richtige und ob es dann mit dem rechten Stick geht, weiß ich im Moment nicht mehr. Ja. Rechter Stick ist es nicht. Doch, ist es. L1 gedrückt lassen und den rechten Stick drücken. Doch. Eher nicht. Doch. Also bei da zieht er bei mir die Striche. Nee, ich hab's gerade ausprobiert. Oder du hast es anders eingestellt, aber eigentlich. Nee, das liegt daran, dass ich manuell gestellt habe. Das ist das Problem. Nee, den Spieler, oder hast du nochmal umgestellt? Den Spielerwechsel selber hat es doch auf Semi-Assisted quasi. Beim Angriff wechselt er automatisch. Ja, wenn wir. Ach so, aber die Spielerlaufwege hast du auf manuell gestellt, ja. Korrekt. Damit macht er dann. Ja. Schade, ich dachte, wir schneller. Okay, das durfte ich nicht mehr sein. Oh, sehr schön. Ah, da ist ja jetzt keiner mehr. Doch, da hinten. Na. Schade. Alle rennen sie auch wieder vorweg vom Ball. Sehr schön gemacht. Oh! Schade, der zählt nicht. Das war eigentlich ein sehr schönes Tor bis dahin. Den würde ich mir gerne nochmal angucken. Nicht schlecht. Schade eigentlich. Da zeigt er dem Vieto mal, wie es geht. Ja, korrekt. Ach, nimm ihn doch anders an. Ah. Schießen? Nein! Ah! Mann! Er verdödelt ihn wieder. Aber den kriegen wir noch. Nee. Doch. Jetzt hast du ihn. Jetzt. Och, pass ihn doch, Mann. Dieses nee. Spiel mit seinen Verzögerungen. Ja, das ist manchmal etwas nervig. Ja.
Jetzt? Oh, schade. Ja, das sah wieder zum Standardangriff aus, leider irgendwie. So, aber den hast du noch. Ich geh aus dem Weg. Oh, was macht er denn da? Nikolai. Ekdal kann das spielen und Sakai. Beide schlecht. Holtby kann das spielen, Holtby kann das spielen. Ja, das ist vermutlich die beste. Aber eigentlich kann es auch alles so lassen gerade. Ja, ich wechsle, glaube ich, mal unseren defensiven Mann aus. Dann kann nämlich Ekdal kommen. Oder Wallace. Kommt mal Wallace. Wallacy. Reaction was lively enough, Peter, but his finish looked hurried and uncomposed. He could have and probably should have scored. Ah, das war noch ein Torschuss von da außen. sehr schön, ich gehe mal hier nach hinten. Nein! Traumpass, Lennart, aber er kriegt ihn nicht ins Tor. Jetzt müssen wir mal langsam. Grandiose Grätsche. Och! Jetzt haben wir langsam genügend Torchancen eigentlich. Wie so häufig? Ja. Haben jetzt sogar einige hundertprozentige dabei. Oder 200-prozentig. Oh! Das haben wir halt hier. Unser Spieler ihn noch über die Latte gelegt, oder was war da gerade los? Ja, aus dem Tor heraus irgendwie, ne? Wie viele hundertprozentige brauchen wir denn eigentlich noch? Ne, es war die Latte. Aber Ramos hätte ihn noch drüber geköpft. Apropos Ramos. Nein! Meine Güte, das gibt's doch nicht! Ah, hätte ich den mal abgelegt nach hinten. Ja, da stand nämlich nur einer ganz. Einer frei. Stand noch völlig frei, aber. Jetzt aber. Na, Mann! So, das waren jetzt 700 Torschüsse innerhalb von 3 Minuten. Komm nach außen. Oh. Auch hier sind wir wieder ein wenig drückend überlegen. Kurz. Zu kurz. Zu kurz. Ah, der hätte mal irgendwas machen sollen. Genauso wie der. Ja. Oder der. Torwart? Warum ist der Torwart da nicht da? Eieieiei. Also da muss ein Torwart dann wirklich Libero spielen. Ja, die Neuers gibt es hier irgendwie nicht so. Ja, doch, schon. Aber es ist halt nicht jeder ein Neuer. Aber vielleicht ist es auch gar nicht Manuel Neuer. Ja, sondern nur René Adler. Oder Nico Gleit. Aber ja, das war jetzt ein anderes Thema. Ja, Kostic. Das kostet eine Karte. Sorry. Schellbred. Good challenge. He just stood firm. Ja, was ein bisschen schade ist, das ist so häufig, man den Ball sauber abnimmt, aber er den Ball dann immer. Wer ist denn der Wasserkopf da hinten? Zack. Ja, und dass der Ball dann irgendwo hinspringt, ne? Das kommt zu oft vor dafür, dass das alles Profifußballer sein sollen. Klar, ich meine, wir sind der HSV, aber. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt. Na, das gibt es doch einfach nicht! Was macht denn der Jahrstein da? Der hält ja alles. Schöne Flanke übrigens. Wir sollten hier jetzt mal. Die Versager rausnehmen. Lasogga ist gut in Form und dann können wir Asensio auch mal für Vieto tauschen. So.
Dann gucken wir mal, was passiert. Einen sollten wir jetzt noch mindestens reinkriegen. Zum Beispiel so. Nein. Da komme ich nicht mehr richtig hinterher. Er hält auch einfach an, wenn ich den Spieler bekomme. Das ja. Ist schade, war. Rapidly approaching the end. Well, a win is needed and it looks like coming. Yeah, finally. Kommt auf dich. Da steht doch einer ganz, ganz frei. Der da! Schön. Da von wegen auf Vietor können wir nicht hochspielen. Richtig, mit 1,73 Meter. Aber der Kid stand da so schön frei, den musste man. Guck mal, anspielen. Wie er da richtig schön reinläuft. Sehr gut. Ach, wunderschön gesehen. Ich glaube, sein Gegenspieler war auch nicht so groß. Sehr, sehr schön, Lennart. Das war jetzt nicht unverdient. Ja, man fragt sich natürlich, wie der Gegenspieler das so 85 Minuten gegen Ramos durchgehalten hat. Na, vielleicht war es da der andere Gegenspieler. Zumal Vietto ja nicht im Sturm spielt, sondern als offensives Mittelfeld. Puh, das hätte mich jetzt geärgert. Jetzt? Ja, war zu spät, weil ich hatte schon vorher drauf gedrückt, aber da kam da kam der PS-Lag. Naja, das war. Er musste ihn erst annehmen und dann nochmal um den Spieler rumlaufen und dann konnte er es passen. Du kennst das. Ja, leider, zu gut. Also wir dürfen irgendwie nicht so massiv jedes Mal das Abseits aufheben. Also nicht, dass du das wärst, sondern ja, irgendwie müssen wir dagegen steuern. Darf ich auch mal einen steuern? Nee. Ich darf mich nur umrupfen lassen. Immerhin. Falsche Richtung. Naja, immerhin, wir haben nicht verloren. Dann haben die eigentlich ein Tor geschossen. Mir ist es gerade gar nicht mehr so. Zwischendurch mal, nachdem wir gesagt haben, wir hatten viele Torchancen, haben die dann halt getroffen. Stimmt, in der ersten Halbzeit. Ne? Ich glaube, es war schon die zweite. Nee, es war die erste. Hier, der gut. Ach ja, richtig. Hier der Abseits-Move. Stimmt natürlich. Von Baum Johann. Richtig, richtig. Gut. Eigentlich ein verdienter Sieg, bis auf, dass es halt kein Sieg war. Leider. Gut. Wie sieht es denn am Ende der Tabelle aus? Leipzig hat schon wieder verloren, das ist gut. Wir bleiben auf dem 10. Platz. Versuchen wir noch ein zweites Spiel reinzupressen? Können wir mal probieren. Gut. Und diesen Monat zwei Spiele mit 4 Punkten. Ramos und Vietto mit den Toren. Und wir gehen. Oh, Spieler des Monats, Vietto. Mit 2 Kurzeinsätzen. Nun gut. Douglas Santos wird sich jetzt ein paar Wochen lang noch verbessern. Das ist gut. Genauso wie Jung. Und Papadopoulos. Porat ist jetzt 71er, denn unsere verliehenen Spieler zahlen sich alle aus. Und wir spielen jetzt als nächstes gegen den großen FC Bayern. Hoffen wir doch einfach mal, dass das vielleicht nicht so unbedingt 0-8 gibt.